Und weiter geht's bei Let's Play Zone of the Enders, The Fist of Mars. Es geht wieder bei einer kleinen, aber feinen Redeeinlage ein. Ich habe es mir schon eben gerade durchgelesen, um es vielleicht ein bisschen besser zu machen. Ja. Was meinen Sie, General Jäger? Es sieht nicht so aus, als würden die Mars-Rebellen aufgeben. Alles in allem könnte ein mit Metaton betriebener LEV für den Einsatz bei Krawallen wie diesen... Harut Marut, ja? Beeindruckende Leistungsmerkmale. Die Existenz von Baram und ähnlichen lästigen Gruppen lässt sich nicht leugnen. Daher besteht sicherlich ein Bedarf an solchen Waffen. Hehehe. Es wurde bereits ein Prototyp fertiggestellt. Möchten Sie sich vielleicht einen richtigen Eindruck von dem Gerät verschaffen? Ein Prototyp? Aber Sie haben doch gerade erst die Erlaubnis erhalten, dieses Projekt zu verfolgen. Es geschah alles nur zum Wohle unseres Heimatlandes. Ich hoffe, dass mir meine patriotische Einstellung angerechnet wird. Nun ja, schließlich bin ich nicht so weit von so weit hergekommen, um an allen herumzukritisieren. Tatsächlich, Cepheus, schätze ich Ihre administrativen Fähigkeiten, soweit Sie sich auf dieses Projekt erschrecken. Es ist meiner Aufmerksamkeit allerdings auch nicht entgangen, dass Sie Ihren Status missbrauchen und tun, was Sie wollen. Aber wer sagt denn sowas? Etwas. Ich persönlich sehe keinen Grund, darum an Ihnen zu zweifeln. Sie sind sehr talentiert und ich würde Sie gern weiter hier behalten. Ein Wachhund sollte sein Gebiet bewachen und sonst gar nichts. Man sollte ihn auch nicht von alleine lassen. Ein Hund ohne Leine wird zu einem Streuner und ein unberechenbarer Streuner. Nun, das ist wohl eine wilde Bestie. Das ist nur eine wilde Bestie. So etwas möchte wohl niemand. Tja. Wow, wow. Entschuldigung, Sir. Die Terroristen haben den Fernsehsender besetzt. Wir rücken jetzt dorthin ab, Sir. Balazov. Was macht der denn hier? Der denn nur? Besetzung, das klingt ein wenig altmodisch. Kann aber sehr effektiv sein. Wir wollen einmal sehen, was Sie zu sagen haben. Schalten Sie den Beitrag auf den Bildschirm. General, das lohnt sich doch nicht anzusehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir... Das haben nicht Sie zu entscheiden. Seien Sie still und setzen Sie sich dorthin, dort drüben hin. Das ist ein Befehl. Wir hätten Sie lieber im Rahmen normaler Sendeverfahren... informiert. Doch da es Leute gibt, welche die Wahrheit vertuschen möchten, hatten wir keine andere Wahl, als es so zu versuchen. Wir bitten um Verzeihung. Nur Sie, die Zuschauer, können entscheiden, ob Sie mir glauben wollen. Aber wir wollen Ihnen hier keine Lügen auftischen. Ich hoffe, Sie glauben uns. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass derjenige, der alles zu vertuschen versucht, der Leiter für interne Untersuchungen der UNSF, Desiree Cepheus ist. Er hat die ganzen Lügen in die Welt gesetzt. Er hat das Schiff, auf dem ich gekommen bin, zerstört. Das war die Bonaparte 3. Sicherlich erinnern Sie sich alle an den Unfall. Er hat ja erst kürzlich stattgefunden. Aber laut offizieller Bekanntmachung sind aber alle Passagiere ums Leben gekommen. Das ist eine Lüge. Und das weiß ich genau, denn ich habe den Unfall selbst überlebt. Die Karte wurde gelegt. The card turned down. Glaube ich zumindest, dass das so übersetzt wird. Ich habe viele Menschen verletzt. Tier, wäre ich nicht gewesen,
hätte ich niemanden unglücklich machen können. Selbst an jenem Tag hätte ich ihn nicht gebeten, ein Stofftier für unser Kind zu besorgen, das noch nicht einmal geboren war. Nebius, ich bin es. Erkennen Sie mich. Dexon? Richtig, an dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, haben Sie auch die Schuld bei sich selbst gesucht. Genau wie jetzt. Sie grübeln zu viel. Sie sind so ganz anders als ich. Ich fliehe vor der Realität und rede mir ein, alles sei Schicksal. Nein, gehen Sie. Gehen Sie. Ich kann ja verstehen, wenn Sie mich nicht mögen. Ich bin ein Feigling. Wegen mir mussten Sie all dies allein durchstehen. Aber wir haben gemeinsam einen weiten Weg zurückgelegt. Ich brauche immer noch Ihre Hilfe. Mebius, kommen Sie hier herüber. Dexon, ich kann nicht. Die Wahrheit ist, dass Sie... Sie! Was tun Sie hier? Das ist... Sie! Wie sind Sie hier reingekommen? Dexon! Was? Miona ist im Fernsehen. Was ist denn los? Miss O'Connell hat mir alles erzählt. Ich habe alle Beweise gesehen, die du und deine Freunde zusammengetragen haben, um Cepheus zu belasten. Wenn das alles stimmt, ist das unverzeihlich. Tadamichi, ich habe mich in dir geirrt. Dad. Aber trotzdem könnte ich das nicht so einfach senden. Schließlich weiß keiner, ob Cepheus sich nicht irgendwie rächen wird. Ich bin für die Sicherheit meiner Angestellten verantwortlich. Also konnte ich nicht offiziell zulassen, dass diese Informationen gesendet wurden. Mein Zusammentreffen mit diesem jungen Mädchen war ein Geschenk des Himmels. Sie sind im Gebäude auf Miona gestoßen? Aber woher wussten Sie, dass sie zu uns gehörte? Sie hatte Tadamichis Ausweis bei sich. Es ist alles ihr zu verdanken. Sie hat sofort verstanden, was ich wollte. Miona! Früher hätte ich bei so etwas nie mitgemacht. Ich werde wohl doch langsam alt. Welt. Tanamichi, tue das, was du für richtig hältst. Und übernimm die Verantwortung für alles, was du tust. Ja, das werde ich. Danke. Ich habe nur ein paar Vorkehrungen getroffen, um den Beitrag zu senden. Wenn du jemanden danken willst, dann danke Miss O'Connell und dem Mädchen. Alle mal herhören. Versteht ihr mich? Mebius! Schwester! Miss Mebius, hier ist Samuel. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ich bin gesund und bei klarem Verstand, aber Dexon ist verletzt. Ich komme jetzt herunter. Dexon, es tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld. Sie haben es getan. Jetzt ist die Wahrheit über Cepheus endlich raus. Es ist vorbei. Ist mir egal, was mit Cepheus geschieht. Ich werde nicht zulassen, dass du deinen Frame bewegst. Ich bleibe noch eine Weile außer Sicht, bis die Dinge ihren Höhepunkt erreichen. Ja. Cage, da kommt eine Meldung über den direkten Schaltkreis rein. Der reguläre Schaltkreis wird vorübergehend abgestaltet. Was? Ich habe die Haltungsvorrichtung geöffnet. Sie können den Frame jetzt bewegen. Mr. Trade? Wie? Dasselbe habe ich mit den anderen getan. Fasti, kannst du dich bewegen? Ja, kein Problem. Das ist alles. Vielen Dank, Mr. Trade. Los, Fasti! So, und damit beginnt auch schon die nächste Stage. Natürlich auf dem gleichen Schlachtfeld. Und eine andere Sache. Wir können... Ja, Halberte, Komet könnte ich noch einsetzen. Aber wir haben zum Beispiel unsere Spirit Points und sowas. Die haben wir alle behalten. Aber... Was ich natürlich nicht mit einberechnet habe. Wir können leider die Angriffe... die wir jetzt neu hinzubekommen haben, wie zum Beispiel 360 Attack oder Bouquet, können wir leider nicht einsetzen, weil die Munition immer fehlt. Das heißt also,
Es ist direkt von der letzten Scene einfach übernommen worden. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Finde ich, ja. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich glaube, der Local Server, ich weiß gar nicht, ob man da drauf kommt und neue Daten sich runterladen kann. Auf jeden Fall werden wir das im nächsten Part eben halt sehen. Natürlich, Sieg ist natürlich, wenn man den Feind vernichtet. Niederlage ist, wenn Testament vernichtet wird. Auf jeden Fall sage ich damit, bis zum nächsten Let's Play Part. Blatt SFB, hört sich ab.